Wer bist du, dass du sprichst, wo meine Schwester redest, Alter? Willst du nicht gefickt werden oder was? Bruder, geh! Kleine. Kleine F. Auf Highway! Pass auf! Ihn! Bleib stehen! Knall den um! Knall den um! Ja! Der ist down! Los, Iris! Habt ihr den gefickt? Wen haben wir denn hier, welchen Bastard, Alter? JB White, Alter, kleine Fotze! Fick nicht mit deinem Sansibar, hast du verstanden, du kleiner Bastard! JB White, vielleicht bist du ja leckbar, du kleine Fotze! Nimm den auf, nimm den auf! Hey, komm mal raus jetzt! Zieh den aus, zieh den aus! Ey, Kätli, komm mit, der Grandpa will hier, komm mit ins Haus, komm! Lamu, bra, komm mit! Lamu, komm! Weil ich nun mal sehr erhaben bin, darf sie jetzt in meinem Gnaden leben, ja? Soll ich das jetzt genauso weitergeben, oder? Ich dulde, dass sie lebt, ich schenke ihr ihr Leben, ja. Warte. Nikolai, okay. Was? Sie hat mit Nikolai? Und dann ganz kurz, Grandpa, was? Nochmal? Sorry, ich hab's gerade. Du stehst vorm Tor. Der Name von Leni. Geh einfach vom Tor weg, Bruder, Grandpa. Chill einfach. Geh vom Tor weg. Ja, normal. Hallo? Hast du mich gehört? Ja, ich hab dich gehört, Digi. Geh vom Tor weg. Deine Augen zu. So, also was sollst du mir sagen? Alles gut, ich hab ihn gerade vom Tor weggescheucht. Jetzt hier rechts, Power Wi-Fi. Naja, hier können wir chillen. Hey, Wollo schickt dir schon hier. Dann gehen wir uns drauf und raus. Der ist am Fahren. Hallo. Oh, Sonny. Urlauber. Ehrlich, er ist Miami-Film, Digga. Wo ist Z, Digga? Hey, Juicy Habibi. Sonny, Alter, wie siehst du aus? Digga, ich. Miami weiß. Was? Was dazu? Miami weiß. Stabil. Mit wem habt ihr Stress? Keine Ahnung, die haben einfach im Wiffpack zu zwei von uns gesagt, ob die leckbar sind. Ach so. Genau, und wir haben die natürlich... Sind wir dann leckbar? Ja, Hilde, das... Ja, ich verpiss mich. Nee, das ist mir zu viel. Ich will nichts Falsches sagen, ne? Ey, Sonny, wo habt ihr den dann umgeknallt? Ja, auf Highway, komm. Lass pinker Porsche nehmen, der ist unauffällig. Alter, was ist für ein Porsche? Ja. Warum ist der so lackiert, ja? Bin ich Tolga da mal mit rumgefahren? Ja doch, die Prinzessin Tolga, ja. Hat er die Farbe geil oder ist einfach nur schwul? Das musst du ihn fragen, ich glaube beides. Okay. Aber ich liebe ihn auch, wenn er schwul ist. Alles ich gut. Auch, ich auch. Ist alle weggekommen von euch? Ey Jungs, Funkcheck, hallo? Ja, hallo. Jackson? Check. Ey nein, da ist Medic. Einfach mal hin, lass mich da raus, Digga. Jackson, ich tue so, als wenn ich erst Hilfe lassen will und so, auch wenn Medic da ist, scheiß drauf. Ja, okay. Oh nein, Digga, die heben den auf, den Typ, ne? Da ist aber kein FIB und so, komm! Warte, da ist kein... Lass mich verstecken. Keine FIB, gar nicht? Nein, orte den Porsche, wenn ihr wollt. Okay. Der wird krass stabilisiert, der Pitch. Der wird stabilisiert, ja, Jackson, komm! Das Ding ist... Ja, komm. Der wird gerade aufgehoben. Was war denn hier los? Ich meine, auf die Dame? Entschuldigung. Können Sie mal... Hallo, die Dame. Ganz kurz, können Sie kurz zur Seite? Hallo. Ja, hallo? Ganz schnell! Die waren mit dabei, ne? Also die waren mit drinne. Ja, ey, Junge, Zolli, scheiß drauf, Digga. Ich versuch jetzt nochmal, ich frage, ob er funktioniert. Vom Krankenhaus, den vom Krankenhaus. Die mit Pinken, okay. Die Streifen fährt auf jeden Fall genau dahin. Hey, Sonny. Oh, ja, Grandpa. Kurze Frage. Du weißt ja, ich bin ein absoluter Gentleman. Aber wer ist die eklige Kachbar mit den rosa Haaren auf deinem Anwesen? Hä? Ich sag dir ganz ehrlich, die kam mir so unsympathisch rüber. Ich sagte dir, die zieh ich beim nächsten Mal weg, aber auf deinem Anwesen, ne? Boah, was? Ja, keine Ahnung, Digga. Ich weiß nicht, was ist das für ein Muck-Vibe? Absolut unsympathisch, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was hast du da ins Boot geholt? Wenn die von dir ist, da, Digga, dann mache ich da nichts. Aber das nächste Mal ziehe ich die komplett weg. Übers ganze Anwesen. Anja, ekligen rosa Haaren. Nee, die ist mir unsympathisch. Die hat ein bisschen zu laut geredet, ja. Dann, nee, pass auf, wir sind mit Leuten gekommen, ja. Amelie, ich, Esko und seine Freundin. Aha. Und, kennst du das, wenn man seine Stimme nicht im Griff hat und mal ein bisschen laut denkt? Ja. Ja, das hat sie gemacht. Und ich meine, wir sind Gäste und wenn man es halt zu laut denkt und halt ein bisschen Scheiße labert, obwohl man eigentlich kennt, ja, dann finde ich das ziemlich unhöflich, ja? Mhm. Und wie gesagt, ich habe einfach aus Respekt Warte, die davon nicht gezogen und die weggeknallt, ne? Ich habe mit der noch nicht gesprochen, aber ich habe die ganz genau im Blick. Alter, ich werde sie zu Britney Spears machen, um ihr eine Glatze machen, ja? Ey, Oma, ich weiß, ich riech doch, wo du bist. Nein, du weißt, was ich meine. Sie hat ein bisschen laut gedacht, ne? Ja. Ah, ja. Das ist Caitlin, ja? Amelie, wie geht's dir? Kenn ich nicht. Boah, die Alter. Gut, ja? Auch. Weiß nicht, ich weiß nur, dass sie bei sich auf Sekos gesessen hat, das weiß ich. Aber was? Das nicht. Caitlin?
Ja, ja, aber der glaubt, der Security hat die abgeschossen. Ich glaube, der hat gemerkt, nein. Nicht so. Alter, Kranker, du bist ja richtig geladen. Ach, ich bin noch nicht geladen. Ich bin noch entspannt, Bruder. Du weißt das, wenn ich geladen bin, dann. Wie du sagst, so, die ist hier irgendwo bei euch, dann mache ich da nichts. Nur ich habe mal eine klare Meinung dazu, ne? Ja, Grandpa, ja. Dann werde ich ihr das mitteilen, dass sie eine Kachpa ist. Nein, das muss ich sehen. Ich bin dran. Das mache ich jetzt schon selber, wenn ich die Gelegenheit habe. Aber ich werde sie nicht anrühren, wenn sie von deinen Jungs ist. Ja, das wäre ganz gut. Aber oder ruf mich kurz davor an, wenn es kurz davor ist. Das wäre ganz gut. Okay, das kann ich machen, aber ich schaukel mich ja eh nicht so hoch. Ich habe mich jetzt kurz hochgeschaukelt so und jetzt ist die gar nicht mehr in meinem Blickfeld, weißt du? Ich war schon lange keine Frauenfeind mehr, deswegen war es nicht ganz gut, dass ich mal so kurz laut gedacht hat, ja. Das hat Amelie bestimmt gefallen, ne? Weiß ich nicht, ob Amelie das mir gefällt, so, ich meine, sie ist keine Feministin, dann scheint es ihr wohl zu gefallen, ja? Ey, ich würde auch gerne mal wieder eine so richtig als beleidigen, gell? Ja, mein Freund, dann, Wen könnte ich denn da nehmen, Mann? Dir fällt da eine ein. Hi, Son. Wow, wer bist du denn? Hallo? Wie? Wer bist du denn? Die taucht einfach auf. Hey, Caitlin, Mann. Was denn? Ich hab gehört, du bist eine Kachi, Mann. Ich bin eine was? Ja? Nee, da gibt's eine ganz andere auf dem Anwesen, die eine ist. Ey, wo bist du? Brate, wo bist du? Ich hab das gerade gehört. Von wem? Dass du eine Kachi sein sollst. Von wem hast du das gehört, dass ich eine Kachi sein soll? Boah, zum Zeugenschutzprogramm werde ich mich da nicht äußern. Von wem hast du das gehört? Ja. Pff, Caitlin, was ist denn da passiert? Hat jemand von euch gesagt, dass ich eine Kachi bin? Freiwillige melden? Also ich weiß nicht, ey. Ich bin gerade gekommen. Ich höre nur Kachi, Alter. Ich stehe auf Kachis. Was geht? Ey, Lamua, wo warst du denn? Hallöchen, Schätzchen, was geht? Caitlin, wer ist Seko? Wer ist Seko, Caitlin? Wer ist Seko? Vergeben ist, das weiß ich schon lange. Seko ist jemand, den ich verkannte. Wieso? Süßer. Warst du mit dem mal im Bettchen? Jet? Nein, war ich nicht. Ich war mit gar keinem Bett. Willst du mir irgendwas sagen, Jet? Weiß nicht, nur, dass sie bei Seko auf Seko Scheiß gesessen hat, das weiß ich. Aber was? Nein, Jet, war es ehrlich nicht. Jet? Jet hat dich nicht jetzt! Nein, wo ist Sonny? Ich höre seine Stimme, aber ich sehe ihn nicht. Oder? Oder was machst du hier für Uri Geller-Scheiße, ja? Wo bist du ganz genau? Hier bin ich, Bruder. Ist mich? Nein. Wie, Bruder, war das? Bruder, du verarsch mich. Ich spreche über Lautsprecher. Ist mich jetzt? Ah, okay, Bruder, der jetzt. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Guck mal, deine Cousine ist anscheinend eine Kachi. Dann bist du keine, ja? Was ist mit Kachis hier? Ja, aber was das ist denn, wer behauptet das denn? Wer sagt, dass ich eine Kachi bin? Würde ich auch gern wissen. Wer, Sonny? Wer bist du überhaupt? Ich kann mich dazu nicht äußern. Sonny, sie ist 187, ne? Ja, wer ist das? Kennen Sie nicht? Stell mir mal vor hier, Brate, was ist hier los? Lamor, bitte. Ich hab irgendwas gehört. Dir mal vorstellen. Mit Seko und Sch*** gehört. Oh, Seko shit. Und Sch***. Ja. Wer hat dir das erzählt? Erstens, Seko ist ein Sch***, aber mit Sekos Sch*** hatte ich sicherlich nichts zu tun. Seko ist nämlich einer von denen, die meinen, einen verarschen und belügen zu können, während eine Rothaarige, die gerade unten steht und heute schon mit 3 oder 4 verschiedenen Männern gesehen worden ist, für Seko irgendwo draußen steht und für ihn tanzt. Oh, ihre Nummer habe ich schon mal, Alter, geil. So, und seit diesem Tag, seitdem ich das gesehen habe, ist Seko für mich einfach komplett gestorben. Weil eins brauche ich nämlich sicherlich nicht, irgendwelche Männer, die unehrlich sind. Das brauche ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Dann lieber alleine. So, wer sagt jetzt, dass ich eine Kachi bin? Also, ich bin ehrlich. Ich schwöre, ich habe nie gesagt, dass du eine bist. Ich weiß nicht. Wer hat es gesagt? Was? Ja, die Rothaarige. Die Rothaarige, oder was? Ja. Oh, shit. Nein, das war ein Witz. Ey, bleib auf, Mann. Sonny, mach keinen Scheiß. Das war ein Witz, die war das ehrlich nicht. Bleib stehen. Ich hab Bock, Alter. Ey, das war die ehrlich nicht. Stopp, das war die nicht. Ey, das war ein Witz, Mann. Das war ein Joke, das war die wirklich nicht. Komm runter jetzt. Ey, mach keine Welle jetzt. Komm mal ran, da. Ich wollte eigentlich wegen was ganz anderem hier nur kurz klären. Ja, wieder nur Zickenterror sehen, Digga. Geil. Wer hat das. Ich schwör's, du findest es gleich nicht mehr geil, wenn ich mit dir fertig bin. Wer hat das gesagt? Ich wollte in anderen Sachen auf den Grund gehen, deswegen ist auch ein Labor hier. Ich brauche die Formel zum Zustechen. Mann, ich helfe dir nie wieder. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Ich helfe dir nie wieder, wenn du mir jetzt nicht jetzt hier sofort sagst, wer gesagt hat, dass ich eine Kachi bin. Ich bin, glaube ich, das krasseste Gegenteil von einer Kachi. Sag mal, was hast du eigentlich gegen Kachi? Soll ich dich beleidigen? Sonny, hau raus, sonst können wir nicht ins Gespräch, ja? Ja, warte kurz, ich rufe meinen Anwalt an. Herrlich. Du brauchst mich hier gar nicht verfolgen und mir nicht abhören, weil ich hier telefoniere. Also Abstand halten, ich möchte ein privates Gespräch führen. Welcher Spitzel, Alter? Ey, ich will wissen, wer da gesagt hat, dass sie eine Kacki ist. Kannst du sagen von mir?
Nein, was mache ich nicht. Doch, Digga, ich sehe es eine Kachi. Soll ich echt sagen? Ja, ich sag mal so, ich höre auch vieles über sie und dass sie ja ziemlich seltsam ist. Das hört man nochmal über sie. Das wiederhole ich einfach nur. Ich bin einfach nur, ich bin das Echo der Stadt. Ich habe eigentlich, weißt du, ich meine? Baron von Rockford. Ich bin der Baron von Rockford, ja. Im Grunde genommen. Okay, Jungs. Ja, impliziere ich nur das, was ich gehört habe. Nee, Mann, ich will keinen Fitner machen. Nee, du machst ja keinen Fitner, wenn ich es dir erlaube. Du kannst nämlich sagen, wenn sie dann, dass ich das gesagt habe und bevor jemand falsch ist, in Verdacht kommt, der das gesagt hat, sag lieber, dass ich das war, denn, Okay. JJ, was hast du hier veranstaltet? Ja? Was ist denn hier los? Ich habe gar nichts veranstaltet, ich habe doch keinen Bock auf so einen Kindergarten. Sie wird wenn die eh da nicht. Ein Problem hat, soll sie herkommen und dann klären wir das. Ich hab das nur gehört und hab das so wiederholt. Das kannst du so sagen, bevor jemand falsch ist, beschuldigt wird, wenn sie ein Problem hat, soll sie ja Presse aufmachen, Sonny. Bevor irgendwer sagt, irgendwie Amelie oder sonst wer hat das gesagt, ich hab das gesagt, Bruder. Du kannst halt auch sagen und so, brauchst dich da nicht verletzt fühlen, das kleine Mäuschen und so. Ich hab nur das wiederholt, was ich gehört habe. Und sie soll halt aufpassen, was sie darauf sagt. Ja, scheiße, was ging los? Ich fackel dann nicht. Ich bin gekommen. Ja, okay, ey. Wo unten, oder was? Mach mal, Bruder, ich hab Bock auf Beef. Okay, bis gleich. Bis gleich.